Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video möchte ich mal über die Spaltung der alternativen Szene sprechen, die immer weiter voranschreitet, also was mir sehr stark auffällt zurzeit. Und zwar, ja, merkt man es sowohl in persönlichen Gesprächen als auch in den Kommentaren unter Videos, dass die Kommentatoren immer toxischer werden und sich immer stärker gegenseitig anfeinden. Und zwar beobachte ich das bei den verschiedensten Bereichen, also ob das jetzt bei William Toll ist, also da gibt es dann viele Toll-Kritiker, die dann die Toll-Anhänger, nenne ich sie jetzt mal, dann als Schlafschafe bezeichnen, die nicht merken, dass sie in die Falle gelockt werden, und umgekehrt bezeichnen auch viele Toll-Anhänger dann zum Beispiel Toll-Kritiker als vom Dunklen manipuliert oder vom System unterwandert oder vom Bösen verzerrt oder wie auch immer. Ähnliche Kommentare findet man bei Themen wie Tartarien, also die einen glauben bei Tartarien, also in diesem Tartarien-Modell so die Wahrheit gefunden zu haben, die anderen glauben, es handelt sich hier um eine große Verblendung. Und diese unterschiedlichen Glaubenssätze, also man findet sie auch noch bei vielen weiteren Themen, also ob es jetzt Themen noch runde Erde, flache Erde sind, die verschiedensten Themen. Also es gibt eine sehr starke Spaltung in den Kommentaren und eine sehr, ja, ein sehr toxischen Umgangston, würde ich mal sagen. Also es gibt viele Menschen, die Wahrheit, die sie gemeint gefunden zu haben, laut heraus posaunen und im Zuge dessen dann halt andere ja direkt abwerten, von denen sie glauben, dass sie dann noch unbewusster sind oder auf dem falschen Pfad oder wie auch immer. Ja, und in diesem Video will ich einfach mal dazu aufrufen und sich selbst auch mal zu reflektieren, ob wir eine solche Diskussionskultur in den alternativen Kreisen überhaupt möchten. So, denn haben wir nicht in den letzten 2 Jahren genau dasselbe von Seiten des Mainstreams erlebt? Also, dass wir für unsere Meinung, dass wir für unsere Ansichten von dem Mainstream diskreditiert wurden, dass wir zum Teil ausgeschlossen wurden, dass wir mit unseren Meinungen verlacht wurden, nicht ernst genommen wurden, wie auch immer beschimpft und betitelt wurden, so. Und ich sehe in der alternativen Szene leider einen viel zu geringen Lern- und Erkenntnisprozess daraus, ja, also wir haben beispielsweise, oder viele haben beispielsweise gewisse Maßnahmen der Regierung kritisiert und wurden daraufhin dann als Covidioten, Querdenker, Leugner, wie auch immer beschimpft, ja. Aber diese Menschen oder viele von uns machen mittlerweile dasselbe mit Leuten aus der eigenen Szene, würde ich mal so sagen. Ja, also sie glauben selber, die Wahrheit für sich gepachtet zu haben. Sie glauben selber, die richtigen Informationen gefunden zu haben, die richtigen Videos geschaut zu haben, dem richtigen Weltbild anzugehören. Ja, aber wer weiß das schon so genau, was das Richtige ist und was angeblich so offensichtlich die Wahrheit ist? Und geht es denn überhaupt darum, immer Recht zu haben oder die absolute Wahrheit zu wissen? Geht es nicht eigentlich auch vielmehr darum, den richtigen Umgangston mit den Menschen zu finden, das richtige Zwischenmenschliche, die richtigen zwischenmenschlichen Verbindungen zu knüpfen?
Sollten uns nicht die letzten 2 Jahre gelehrt haben oder einen Hinweis darauf gegeben haben, dass es nichts taugt, sich aufzuspalten, sich gegenseitig anzufeinden, gerade in der jetzigen Zeit, wo uns große Krisen bevorstehen, in der wir möglicherweise auf jede helfende Hand angewiesen sein könnten. Ja, niemand weiß so genau, was kommt. Und trotzdem denken viele von euch, also es ginge jetzt hier darum, so das absolute Recht zu besitzen oder den anderen aufzuzeigen oder den anderen erzählen zu müssen, wie sie zu denken haben, ja, und das finde ich ist sehr schade, beziehungsweise selbst nur so sehr, sehr kurzsichtig gedacht. Ja, in einem Video von Christina von Dreien habe ich kürzlich einen sehr, sehr schönen Spruch gehört, und zwar kam der gar nicht von Christina von Dreien selbst, sondern von der Dame, die sie immer interviewt. Ich kenne mich jetzt mit Christina von Dreien auch nicht so gut aus, also ich schaue nicht so viel von ihr. Ich bin neulich mal über etwas drüber gestolpert, und dann hat diese Dame, die sie interviewt, ich weiß nicht, ob das ihre Mutter ist oder ob das eine Mitarbeiterin ist oder wie auch immer, sie hatte jedenfalls den sehr schönen Spruch gesagt. Er ging, also ich kann ihn jetzt nicht mehr 1:1 wiedergeben, aber sinngemäß ging er so. Es ging da um eine Beziehung, ja, wenn man in einer Beziehung ist und einen Streit hat, dann und in dem Streit fliegen die Argumente, man streitet sich, ja, man kommt zu keiner Übereinkunft, jeder besteht darauf, Recht zu haben. Und sie sagte, man solle, wenn eine solche Situation sich auftut, mal innehalten und sich klar machen, möchte man Recht haben oder möchte man lieben? Ja, und das fand ich, war eine sehr, sehr schöne Aussage, ja, denn letztendlich geht's doch gar nicht darum, Recht zu haben. Letztendlich geht es doch um die Liebe, letztendlich geht es doch um das Miteinander mit den Menschen, ja, letztendlich sind wir alle Teil eines großen Ganzen, ja, letztendlich sind wir auch alle möglicherweise aufeinander angewiesen. Und letztendlich geht es auch nie darum, im Leben mit seiner Meinung sich durchzusetzen oder um jeden Preis Recht zu haben, sondern letztendlich geht es doch darum, dass wir uns unserer gemeinsamen Ziele bewusst werden, ja, also das ist doch alles, um das es geht, also es geht doch darum, die Welt von morgen zu erschaffen, und dabei ist es doch überhaupt nicht so relevant, ob jetzt ein William Towell ein Gottgesandter ist oder ein Gatekeeper, ob jetzt Tartarien unsere Vergangenheit darstellt oder nicht, oder ob die Erde rund ist oder flach. Das ist doch letztendlich überhaupt nicht relevant im Leben. Ja, letztendlich ist relevant zu sehen, was sind unsere gemeinsamen Ziele und wie können wir diese gemeinsamen Ziele erreichen. Ja, und ich habe das Gefühl, dass sich viele Menschen dass viele Menschen Angst vor ihrer eigenen Schöpferkraft haben, dass viele Menschen Angst vor ihrer eigenen Stärke haben, und statt darauf hinzuarbeiten, sich eigener Ziele bewusst zu werden oder die Verantwortung zu übernehmen, um mit Mitmenschen auf diese Ziele gemeinsam hinzuarbeiten, ist es halt viel einfacher, einfach nur auf die negativen Dinge im Leben zu blicken oder andere Menschen zu diskreditieren, zu sagen, oh ja, du bist schlecht, deine Meinung ist Schwachsinn, du bist naiv, wie auch immer so. Also das bringt uns letztendlich nicht weiter. Am Ende des Tages hast du dann vielleicht recht, aber bist tot, weil du keine Mitstreiter hast. So, deswegen, ja, möchte ich in diesem Video, wollte ich einfach nochmal kurz dazu auffordern, innezuhalten, dich vielleicht selber mal zu reflektieren, selber vielleicht mal deine Diskussionskultur zu reflektieren. Bist du vielleicht auch jemand, der um jeden Preis Recht
behalten will oder andere vielleicht sogar niedermacht oder belächelt oder auslacht, weil sie ja vielleicht zumindest aus deiner Sicht unbewusster erscheinen oder aus deiner Sicht blind durchs Leben gehen. Und ja, vielleicht kannst du auch mal darüber nachdenken, ob diese Denkweise, diese Denkstruktur und diese Diskussionsstruktur überhaupt zielführend ist, ja, oder ob es jetzt nicht vielleicht spätestens jetzt an der Zeit ist, dass wir diese ganzen Narrative und Weltbilder, die uns so überfluten, einfach mal zur Seite zu legen und uns einfach mal ganz klar machen, was haben wir überhaupt für Ziele, für welche Welt wollen wir einstehen, für welche Welt wollen wir überhaupt leben. Und dabei ist es doch eigentlich ganz egal, wer, welcher mächtige Mensch auf der Weltenbühne dies oder das jetzt gesagt haben soll und wie das jetzt alles zu interpretieren ist, ob er vielleicht ein Gatekeeper ist oder nicht. Solange wir in unserer Schöpferkraft sind, solange wir an unseren eigenen Zielen arbeiten, solange wir uns mit Menschen verbinden, die an ähnlichen Zielen arbeiten und wir schauen, was für gemeinsame Ziele können wir anstreben, dann braucht uns überhaupt nicht zu interessieren, welches Weltbild stimmt, welcher Agiteur auf der Weltenbühne gut oder vielleicht schlecht ist, dann brauchen wir auf das alles keinen Wert zu legen. Wenn wir in unserer Souveränität sind, dann ist das alles, was zählt. Und dann brauchen wir nichts anderes, was uns vom Außen eingeredet wird. Ja, jetzt würde mich natürlich mal deine Meinung zu diesem Thema interessieren. Beobachtest du auch ein ja immer toxischer werdendes Verhältnis in den Kommentarspalten oder möglicherweise auch in Gesprächen mit ja mit anderen Menschen, dann schreib mir das doch gerne in die Kommentare, wie du das empfindest. Oder ja, vielleicht möchtest du da auch vielleicht andere Umgangsformen schildern, vielleicht Verhaltensweisen, wie du mit dieser Situation umgehst. Ansonsten freue ich mich auch immer über ein Gefällt mir oder Abonnement auf meinem Kanal und auch immer über eine kleine Spende. Und ansonsten wünsche ich dir Gottes Segen und freue mich, dich möglicherweise in einem zukünftigen Video wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann. Tschüss.